Jude, lass die nicht entkommen! Alter! Nein! Was lass den Scheiß? Das ist sehr logisch, echt. Oh. Ja. Ich mach ja schon. Der wirft jetzt mit Steinen auf mich, oder? Er hat mit Steinen auf mich geworfen. Wie doof ist das denn? Ich glaube, man sollte eigentlich auf den Balkon lang gehen, aber ist jetzt auch egal. Die Musik ist ja wohl episch. So, wir haben es geschafft, Mann. Wir sind nämlich einfach mal gut. Weil die fahren jetzt nämlich hier rein oder so. Ja. Sie fahren jetzt hier rein. Wir machen einen Kappa und sind noch vor denen da. Hä? Wieso sind jetzt der andere tot? Lol. Er ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Auch gut, Demonio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lass mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Ja, weil ich einfach besser bin, weißt du? Hey, aufwachen. Ich habe mich gerade entschlossen, einfach zwei Parts aufzunehmen, so. Wo dürfen wir sie jetzt hinbringen? Hallo? Achso. Wir dürfen laufen. Ich dachte gerade hoch. Wir brauchen Hilfe. Ich glaube, eigentlich brauchen wir sie Hilfe. Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Was ist das denn für ein ekelhaftes Teil? Was der da jetzt drauf gebapscht hat. Ja, so. Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. In Venedig, Mädel. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald. Sehen wir uns das jetzt. Wie sich das anhört. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie sich das anhört. Sag nichts! Oh. Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca, mach schnell! Halt die Schnauze, ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Porca puttana! Ben Factor, ihr arbeitet gut unter Druck. Wir müssen einfach nur ein Handtuch draufdrücken. Toll. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das mit dem Temperament haben wir auch schon mitgekriegt. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünschte dir Pest, du Bastard! Oh, halt aber die Klappe, Bitch. Von Mutter. Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Das kann ich irgendwie nicht verstehen, aber gut. Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So ja, für Frauen wohl eher, nicht tut für nicht Frauen überrascht. In Not. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wegen Leonardo eigentlich. Wenn ihr eine Minute nur, habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Wow, wir haben gerade 4000 Dingens bekommen. Oh, eine Glyphe. Ich möchte heute noch eine Glyphe finden. Deshalb gehen wir jetzt... Scheiße, hier kommen wir nicht hoch. Unsere Truhe in der Villa ist voll. Das ist schlecht. Dann sollten wir irgendwann mal nach Monte Regioni gehen. Alter, was tust du? Was war das denn jetzt? Leiter!
Ist das da drüben? Da oben glitzert's. Aber das ist, glaube ich, nicht die Glyphe. Alter, nein. Da, da drüben ist die Glyphe. Lol. Das heißt, wir rennen jetzt hier einmal nochmal rum. Toll. Ach, eine Feder. Hä? Wo war es jetzt nochmal? Oh Gott. Orientierungsverlust. Es ist doch gleich der Herr. Mein Herr. Eine Glyphe. Er wollte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Scheiße. Ich muss Kopfschmerzen denken. Piep, Zensurton. Nein, hier wird nichts zensiert. Der Erfinder. Daniel Drüsentrieb, oder? Drüsentrieb, genau. Drüsentrieb. Müssen wir jetzt alle... Wir machen mal überall den Strom an. Aber den Afrika haben nur zwei. Entschuldigung. Irgendwie sind wir am hellsten erleuchtet. Achso, ich muss weiter drücken. Da ist was. Er fand es in Kroatien. Cool, das war sogar das Richtige. Ach, Infrarot an und dann... A gleich C. Ich merke mir das mal. A gleich C. Er fand es in Kroatien. Würden es in seinem Labor. So, weiter geht's. Ach, das war schon das Rätsel. Okay. Boah, wir haben ja jetzt schon über die Hälfte von der Wahrheit gefunden. Huch. Entweder sie... Wir gucken uns einfach mal alle von vorne an. Aber die müssen ja, wie gesagt, noch geordnet werden. Deshalb ergibt das jetzt nicht wirklich einen Sinn. Okay. Interessant. Also es geht auf jeden Fall um zwei nackte Menschen. Und um diesen sagenhaften Edenapfel. Und bevor wir hier weitermachen, werde ich erstmal unsere Vorrat irgendwie auffrischen. Hä? Ach, ich gehe natürlich durch den falschen Ausgang raus. Es gibt hier nämlich zwei. Gut, ich nehme eigentlich immer irgendwie den falschen. Einfach schon so aus Prinzip. Nein, Nutten brauchen wir jetzt nicht. Wir bräuchten einen Arzt, wir bräuchten einen Schmied. Und ich hoffe, wenn wir hier den Aussichtsturm aktualisiert haben, finden wir eins von beiden. Oder am besten beides, das wäre ja noch besser. Nee. Oh Gott, ich dachte gerade schon, hier könnte man runterfallen. So. Ah! Was tut er? Warum? Ja, ein Glück war hier Wasser, sonst wären wir jetzt tot. Boah, wie er tropft. Jetzt sind wir oben. Oh, wie schön. Ich muss es immer wieder sagen, aber es ist so schön. Ich finde es sehr, sehr schön. Ich habe gerade irgendwo was glitzern sehen, glaube ich. Ich mache einfach mal meine Adlerauge an. Da ist nichts. Nur die Nutten. Oder ne, die Diebe. Das sind Diebe in dem Fall. Oh, super! Ein Arzt direkt hier. Das ist nice. So, darf ich bei dir einkaufen? Juhu! Ja. Hallo? Ja. So. Gift haben wir alles? Jo, danke. Alter. Wieso dreht sich denn hier die Sicht so bescheuert? Und hier ist direkt noch ein Schmied. Hört her! Ich habe auch Überhang aus dem Lager der Schmiede meines Bruders zu sehr attraktiven Preisen. Er ist flink wie der Wind. Ja, ich weiß. Man nennt mich auch den Wind. Nee, nicht wirklich. Reparieren, ja, bitte. Danke.
Und wir gucken mal, wir haben nämlich voll viel Geld, ob wir uns nicht mal eine neue Rüstung kaufen. Puh. Der Fass sagen, wir holen uns erst einmal die Armschützer. Die sind nicht ganz so teuer. Und dann gucken wir mal noch nach einer ordentlichen Waffe. Ist das schon was Gutes? Das Mainländer-Schwert sieht gut aus. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Das holen wir uns doch mal. Es ist zwar etwas sehr teuer, aber egal. Wir werden auch wieder noch ein bisschen Geld finden. Von daher... Ach, die Wurfmesser benutze ich eh fast nie. Da sagt er noch, du wirst mich nicht bekommen. Und ups, Entschuldigung. Jetzt habe ich den voll beklaut. Ich beklau die Leute. Hä? Wo geht's denn die hier? Ach Gott. Wie jetzt schon verlaufen. Hey, da kommt er wieder. Hat er jetzt wieder Geld dabei? Ach, egal. Wir haben ihn ja schon einmal beraubt, der Arme. Gesundheit. Der hat gerade genießt, lustig. Ah, hier sind wir. Ich guck mal eben auf meine Uhr, aber wir müssten eigentlich noch ziemlich viel Zeit haben. Naja, 4 Minuten oder so. 5 Minuten. Ich weiß es nicht genau. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu. Was ist von Kaffee? Einem türkischen Lecker. Hier. Kostet doch mal. Also jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir nehmen den. Oder wir nehmen ihn nicht. Entweder Antonius beleidigt. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Oder irgendwas sagt, wir haben nicht so wirklich Geschmack. Oder ich weiß sowas. Nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Ja. Aber entweder genug davon. Er ist so beleidigt oder er ist beleidigt, weil wir es nicht trinken wollen. Soll das Venedig sein? Fehlt ein bisschen Der was. Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Yep. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Lol, wir haben jetzt einfach... Toll. Also dazu sage ich ja jetzt mal nur lol. Ja, mein Spiel hat sich gerade minimiert und dann wollte ich es wieder groß machen, dann ist es abgestürzt. Ja. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir erst zu ihr gehen oder erst da rein, aber ich würde vorschlagen, da ich weiß, was jetzt kommt, dass wir erstmal zu ihr gehen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme, aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Ein Glück gibt es keine Geruchsspiele. Was führt das? Das wäre es ja mal. Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und dann Dad Space. Boah, da will ich gar nicht wissen, wie es da riecht. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun... Ich nicht, aber Franco kann. So, wir lernen jetzt den Franco, Klettersprung. Bewegt den Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. So, dann mach man. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht es sieht sehr logisch aus. Danach und zieht euch hoch. Vor allem, wie er einfach in die Luft packt. Wir sehen, wie es geht. Aber gut. Ich glaube, ja. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Die Grafik von dem Spiel ist ja an sich schon ziemlich gut. Affen machen alles nach. Die Technik Klettersprung von Rosa. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Klettersprung heißt das Ding. Das ist manchmal ziemlich praktisch und es geht einfach viel schneller. So. Springt Ezio. So. Greift am höchsten Punkt nach der Kante. Geschafft. Das war leicht. Wie war ich? Es gibt bessere. Ja. Ihr trefft mich mit euren harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Dann humpel mal dahin. Mäuschen.
Das ist immer geil bei dem Spiel, dass wir einfach für irgendeinen Scheiß, den wir machen, Geld kriegen. So, dann ist das hier wohl die Frari-Kirche. Kirche? Kirche, sage ich schon. Da drüben. Eine Feder! Manchmal muss man auch einfach mal Glück... Oh, wo springst du denn hin? Idiot, Mann! So. Immerhin habe ich hier voll den Kletterskill. Na gut. So. Oh, jetzt kriegen wir gleich wieder gesucht Bonus-Dingens da. So, jetzt wollte er gerade einen Klettersprung machen, aber ich wollte es nicht. Ja, es war so klar. Das Lustige ist ja, jetzt hängt da der wieder. Sieht uns hier wer? Eine Wache? Nö. So. Hehe. So, und dann würde ich vorschlagen, nee, wir gehen zur Frari-Kirche und da machen wir nächstes Mal weiter. Da gehen wir eben nochmal hin und gucken uns das an. Aber das reicht dann auch erstmal für den Part heute. So, ich weiß überhaupt nicht, wo ich langlaufen muss, weil Venedig ist so riesig. Ihr werdet das noch sehen, es ist wirklich so riesig. Man denkt sich, oh Gott, wo lang? Das Truhe, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ach, so scheiße. Wo muss ich denn lang? Ah, hier ist schon mal das eine. Ist das hier die Frari-Kirche? Kirche? Ja, das hier ist die Frari-Kirche. Aber... So, mal die Klappe, Mann. So. Und hier machen wir nächstes Mal weiter. Ciao, Leute.